Und ich freue mich auf Tanchala. Weil wir gerade über Bücher sprechen, der ein Buch gemacht hat mit einem lustigen Titel, wie ich finde, man könnte das auch falsch verstehen, rollt bei mir. Wir haben uns vorhin auf das Du geeinigt, weil du sagtest, wir können leichter sprechen, wenn wir uns einfach duzen. Ich nehme das gerne an. Wie ist es dazu gekommen, dass du irgendwann beschlossen hast, ich schreibe mein Leben einfach auf? Und zweiter Punkt, ich fange an, aus dieser Geschichte auch eine Comedy-Nummer zu machen. Gehe auf die Bühne und das auch mit großem Erfolg. Also ich wurde schon von Kind an eigentlich angesprochen und immer gesagt, ja, wäre das nicht super, wenn du das mal ein bisschen aufschreiben würdest, was dir alles so passiert und was du uns alles so erzählst. Ich war wohl als Kind schon ein sehr, naja, ich sag mal so, ich habe immer ganz gerne den Entertainer gespielt vor der Familie. Und in Amerika ist mir genau dasselbe widerfahren. Ich bin dort durch die Straßen und die Freundlichkeit der Leute ist mir sehr widerfahren, weil die sich immer ständig bei mir bedankt haben und ich habe das nicht verstanden. Ich habe es aber sehr gerne angenommen, weil irgendwie ist es ein gutes Gefühl, wenn sich alle bei dir irgendwie bedanken, auch wenn du nicht weißt, warum. Aber es war ganz toll. Und irgendwann später habe ich rausgefunden, dass ich war da schon 26, 27 ungefähr, war auch gerade erst neu eigentlich im Rollstuhl. Und dann habe ich später erfahren, dass die Mitbürger dort gedacht haben, dass ich für das Land gekämpft habe, also ein Veteran bin. Und dann, als ich das dann wusste, also in dem Bewusstsein, und dann gab es einen Moment, da war ich in so einem Freizeitpark, das war ganz witzig, da kommst du als Rollstuhlfahrer, das ist ja ein wahnsinnig inklusives Land auch, durfte ich ganz nach vorne und alle haben, ja, thank you und so. Und ich habe, ja, danke, war schön für euch zu kämpfen, es war super. Und das sind halt so die Situationen, wo man erst im Moment kurz drüber schmunzelt, aber sich dann auch klar machen muss, hey, das ist zum Beispiel so ein Ding, das muss ich unbedingt anderen Leuten erzählen. Und so entstand halt durch diese verschiedenen alltäglichen Situationen dieses Buch. Das ist ganz interessant. Du sagst auch, es gibt da ganz unterschiedlichen Umgang in unterschiedlichen Kulturen, auch mit einer Behinderung dieser Art. In der Türkei zum Beispiel, der Heimat deiner Eltern. Wie ist da? Das ist sehr interessant zu beobachten gewesen, weil die Leute in der Türkei sehr vorsichtig sind, sehr distanziert, aber sehr überfürsorglich. Also ein gutes Beispiel war, ich war mit einem guten Freund von mir in einem sehr, ich sage jetzt mal, gutem Restaurant in Istanbul und wir sind reingekommen und mein Kollege war Fußgänger, also der war nicht Rollstuhlfahrer und dann haben wir irgendwie gesehen, es war kein Platz mehr frei und irgendwie haben wir gedacht, gut, wir drehen jetzt wieder um und dann kam der Chef von diesem Restaurant und hat gesagt, nein, nein, Sie kriegen hier gleich einen Platz, also es wäre ganz, ganz schlimm in der Türkei, wenn das jetzt die Leute gesehen hätten, dass ein Rollstuhlfahrer wegen keinem Platz, also Platzmangel, rausgeflogen wäre und dann haben die Leute, die noch am Nachtisch waren, an die Bar gesetzt, damit wir uns da an den Tisch setzen können. Bis dahin war alles noch okay, es war mir ein bisschen unangenehm gegenüber diesen Gästen. Aber dann kam der Kellner und hat meinen Kollegen gefragt, was möchtest du denn gerne essen? Und hat er bestellt, hat aber auch ihn gefragt, was ich essen möchte. Und das war erst sehr unangenehm, weil einem irgendwie das Entscheidungsrecht genommen wurde. Und wir haben das Spielchen mitgespielt. Ich habe dann meinem Kollegen gesagt, was ich essen möchte. Er hat es dann dem Kellner gesagt. Und das ging dann irgendwann immer weiter, bis dann der Kellner ganz am Schluss sich entschuldigt hat und gesagt hat, es tut mir total leid. Also hat dann mit mir geredet und gesagt, ich kannte das so vorher nicht. Wir hatten noch nie einen Rollstuhlfahrer. Ich wusste nicht, wie ich mit dir reden kann. Genauso wie wenn man in Deutschland zum Beispiel zum türkischen Konsulat geht. Wir haben ewig in der Schlange gewartet, bis wir dann irgendwann dran kamen. Und dieser Beamte hat uns dann tierisch angemotzt und gesagt, warum haben Sie denn nicht gesagt, dass Sie Rollstuhlfahrer sind? Sie wären sofort dran gekommen. Also das ist so eine Übervorsicht, die einem eigentlich nicht gefällt. Aber man hat auch Vorteile. Weil du gerade über Klischees auch und Dinge sprichst, also wie man Rollstuhlfahrern begegnet. Was sind so die Top 5, die immer kommen, von denen du sagst, also darüber müssen wir mal ganz kurz reden. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Es muss irgendwie, man zieht Fragen anscheinend an. Also es ist so Top 5, ja. Also ein Klassiker ist zum Beispiel, Entschuldigung, da drüben auf der anderen Straßenseite ist auch ein Rollstuhlfahrer. Kennen Sie sich? Ja, das ist spitzenmäßig. Das sind aber auch gute Vorlagen, weil man kann natürlich auch gut darauf antworten und sagen, die dämliche Frage hat mir gestern auch schon mal einer gestellt. War das Ihr Bruder? Ja, das kann man natürlich machen. Eine ganz tolle Frage übrigens, ich glaube, gehört mit zu meinen Lieblingsfragen, war in Köln in der Fußgängerzone übrigens passiert. Habe ich mich im Nachhinein natürlich gefragt, gut, sollte man als Rollstuhlfahrer in die Fußgängerzone, aber das ist wieder ein anderes Thema. Und dann kam der, das war so ein älterer Kölner, das war so ein Kölscher Jack. Ich kann auch diesen Akzent nicht so gut nachmachen, aber der hat irgendwie sowas gesagt wie, hör mal, mein Junge, ich habe dich von da drüben beobachtet. Du machst eigentlich einen ganz sympathischen Eindruck. Hast du denn schon mal versucht zu laufen? Ja, super, super Typ. Und das kann man sich in Köln gut vorstellen. Ja, absoluter Wahnsinn. Und
Oder wenn man feiern ist auch. Das ist, glaube ich, so. Das kommt ganz oft die Frage: Darfst du eigentlich betrunken Rollstuhl fahren? Ja, das ist Ernst. Ja, wirklich. Das ist ganz, ganz häufig gestellte Frage. Das wird jeder Rollstuhlfahrer kennen. Das ist total. Ja, das ist super. Das ist. Aber ich weiß, dass jetzt ganz viele fragen: Darf man das? Nein, Markus, die Polizei hält mich dann an und untersagt mir die Weiterfahrt. Und ich muss dann zu Fuß weiterlaufen. Natürlich. Sehr gut. Aber es ist immer wieder toll. Also ich freue mich sehr, wenn das immer wieder kommt. Das ist ja alles klasse. Läuft. Was noch? Läuft, ja, natürlich. Ja. Was noch? So die an Fragen. Ja. Also wenn die Leute ganz mutig sind, kommt auch mal sowas wie, sag mal, Sex mit Rollstuhl, geht das überhaupt? Ja, wo ich dann sagen muss, keine Ahnung, hab meinen Stuhl noch nie gebumst, aber ich habe, man kann halt viele Sachen irgendwie erläutern. Und es ist ja auch ein gegenseitiges Kennenlernen und auch eine Art erzieherische Maßnahme, wenn man mit Ironie und Sarkasmus begegnet und Gegenüber dann sagt, ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Ja. Okay, dann pass auf, weil du gerade so in großer Fahrt bist, weil schon wieder politisch ganz hart. Oh, dünnes Eis schon wieder. Auf der Bühne, das ist toll, wenn du Comedy machst auf der Bühne. Als Stand-up-Comedian traue ich mich jetzt auch nicht zu sagen, aber sowas in der Art. Beim sehr geschätzten Kollegen Dieter Nuhr warst du zu sehen. Und wir schauen noch mal kurz rein. Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, was los ist, wenn so ein Typ wie ich, ja, mit seiner Lederjacke, seinem 3-Tage-Bart und seiner Proletenkarre auf dem Behindertenparkplatz parkt? Richtig, man lernt eine Menge Leute kennen. Ja. Und in Berlin ist das keine Ausnahme gewesen. Ja. Ich saß da so noch in meinem Auto, hab da geparkt auf dem Behindertenparkplatz und dann gehen immer die Leute an mir vorbei und machen immer Folgendes. Naja, ihr kennt das, habt ihr auch schon gemacht. Ne? Das Geile ist, ich sehe die ja im Supermarkt wieder. Ja? Und dann sehen die mich in meinem Rollstuhl, haben schon total das schlechte Gewissen, das sieht ungefähr so aus. Gott, Helmut, der sitzt ja wirklich im Rollstuhl. Und ich glaube gar nicht, wie geil das ist, an diesen Leuten vorbeizufahren und Folgendes zu machen. Dann, du hast vorhin so nebenbei den Satz fallen lassen, da war ich noch ganz neu im Rollstuhl. Wann war das? Wie bist du da reingekommen? Also warum sitzt du im Rollstuhl? Ja, bei mir wurde eine angeborene Rückenmarkserkrankung festgestellt, diagnostiziert bei der Geburt. Da wurde gesagt, meinen Eltern wurde gesagt, ihr Kind hat Spina Bifida. Das ist ein offener Rücken. Das Rückenmark schließt sich nicht richtig, leitet also die Nerven nicht richtig weiter an die Beine. Und die Aussage war letztendlich, ihr Sohn wird irgendwann mal im Rollstuhl landen. Und das war dann natürlich erstmal sehr schwierig für meine Eltern auch, weil irgendwann ist natürlich eine sehr ungreifbare Aussage. Wie alt warst du, als du das erste Mal begreifen konntest, was da gesagt wurde? Es ist natürlich so, dass man sich als Kind noch nicht so sehr als Person wahrnimmt. Man spürt das durch so Kleinigkeiten. Also wenn man in der Schule war, im Kindergarten und auch in der Grundschule, dass dann die anderen Kinder sowas gesagt haben wie, ja, Mensch, gestern wieder auf dem Spielplatz. Da sehen wir dich, ne? Ist das bei der Einschulung, ja? Ja, das ist bei der Einschulung, genau. Das war so ungefähr diese Phase auch, wo dann die Mitschüler dann kamen und gesagt haben, ja, gestern wieder auf dem Spielplatz gewesen und schwimmen. Und ich dann wieder, ja, und ich war wieder beim Arzt, war super. Und so hat mich dann festgestellt, ah, okay, bei mir ist dann schon ein bisschen was anders als bei den anderen Kids. Und so hat sich das so langsam schleichend auch, wie der Prozess des Rollstuhls kam, auch und bei mir eingeliefert. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Also warst du gehandicapt beim Laufen oder so? Oder war das ganz normal Sport, Fußball, wie alle anderen auch? Das war schon eine ganz erhebliche Gehbehinderung. Ich selber habe subjektiv nicht so wahrgenommen. Man hat es dann gemerkt, wenn man auf Wanderung ging, man hat ganz vorne gestartet und kam dann aber irgendwie als Letzter an. Und da habe ich schon gemerkt, okay, du bist anscheinend nicht ganz so fit wie die anderen. Richtig bemerkt habe ich es, wenn so Heimvideos gemacht wurden mit den alten VHS-Kassetten. Da habe ich das gesehen, wie ich gelaufen bin. Habe gesagt, oh, das sieht aber schon ein bisschen anders aus im Gangbild. Und so merkt man dann, so langsam wird man da rangeführt, bis man dann irgendwann sagt, na, okay, bei dir ist tatsächlich alles ein bisschen anders. Und was mich ehrlich gesagt sehr berührt hat, war zu lesen, wie du dann dir so kleine Tricks sozusagen und Mittel genommen hast, um das zu überspielen, um so zu tun, als wäre alles okay. Ein Fahrrad spielt da eine ganz zentrale Rolle.
Ja, das war ganz interessant. Ich konnte sehr gut Fahrrad fahren, obwohl ich eigentlich fast gar nicht mehr laufen konnte. Also der Fahrrad war mein Rollstuhl, nur dass die Räder voreinander waren und nicht nebeneinander. Und ich bin tatsächlich fast nur noch mit dem Fahrrad gefahren, weil das war natürlich mein Werkzeug, meine Brücke zur Normalität. Denn auf dem Fahrrad hat man meine Behinderung nicht gesehen. Das Problem ist natürlich, dass ich viel in der Stadt war, weil wir sehr zentral gewohnt haben. Mhm. Und dann hatte ich das Problem, was machst du eigentlich? Weil Hildesheim, wo ich herkomme, besteht eigentlich aus 70% Fußgängerzone. Und was machst du da? Da kannst du halt nicht, darfst du eigentlich da nicht mit dem Fahrrad fahren. Was macht man dann? Mein Vater ist tatsächlich zur Stadt gegangen und hat die Situation geschildert. Und ich habe dann eine Ausnahmegenehmigung bekommen, dass ich mit dem Fahrrad in Schrittgeschwindigkeit durch die Stadt, also durch die gekennzeichneten Gehwege und Fußgängerzone fahren durfte. Wo ich sehr, sehr stolz drauf war, weil mich natürlich alle zwei Tage ein Polizist angehalten hat, gesagt, hier kostet 10 Mark damals, Ausweis zeigen. Im Café haben alle geguckt und wussten, na, der muss gleich runter vom Fahrrad. Und ich hole dann so einen Zettel raus. Und der Polizist sagt, Asse, sowas hat ja noch nicht mal der Bürgermeister. Das gibt's ja gar nicht. Ja? Und noch besser war eigentlich die Blicke der Passanten und auch der Gäste in diesem Café, in dem Eiscafé, weil ich ja dann wieder aufs Fahrrad drauf und weitergefahren bin. Und das war eigentlich eine sehr, sehr ereignisreiche Jugend für mich. Aber wie schön eigentlich, dass dein Vater, der wahrscheinlich der deutschen Sprache auch noch gar nicht so richtig mächtig war, der relativ neu in diesem Land war, dass der dann dahin geht und so dafür kämpft, dass das geht. Ja, total. Und dass er das auch so rüberbringen konnte anscheinend und auch schön von der Stadt. Da kann man auch mal sehen, dass es alles gar nicht so konservativ und alles nicht so schwer ist. Ja, absolut. Und dann kam dieser Tag R. Was heißt Tag R? Ja, Tag R des Rollstuhls. Es kam tatsächlich dann, es gab mal wirklich einen ganz bestimmten Tag, wo der Arzt zu mir gesagt hat, Herr Schaller, Sie werden jetzt in Zukunft ein Vollzeit-Rollstuhlfahrer sein. Sie müssen sich mit diesem Gedanken irgendwie abfinden. Und ich war zu der Zeit eigentlich ein sehr aktiver Mensch. Trotz meiner Behinderung habe ich sehr viel Sport gemacht. Mhm. Und das war für mich erstmal so, Rollstuhl ist ja halt auch ein sehr schwer greifbarer Begriff, ne? Auch für jemanden, der damit überhaupt nichts zu tun hat. Also Rollstuhl ist ja auch ein Paradoxon. Also es rollt, gleichzeitig ist es aber auch ein Stuhl. Man soll den ganzen Tag drin sitzen, aber auch die Oma damit besuchen fahren. Also was ist das eigentlich? Und dann hat das wie so ein Planet um mich herum gekreist, der immer näher kam. Mhm. Aber so wirklich befassen wollte man sich nicht damit, weil es natürlich auch was sehr Endgültiges hat. Mhm. Und der kam dann irgendwann, dieser Tag. Wie ging es dir dabei? Du beschreibst das und sagst, ich bin da echt in ein Loch gefallen. Richtig tiefe Krise oder war schnell wieder vorbei? Also dass es so richtig klar war, dass ich jetzt wirklich ein Rollstuhlfahrer werde und nie wieder richtig laufen kann, war das schon für mich sehr... Ja, ich bin wirklich in eine schwere Depression gefallen. Ich habe 2-3 Jahre wirklich die Gesellschaft gemieden. Ich hatte wirklich viel mit Angst zu tun. Ich hatte Angstzustände. Ich habe sozusagen bildlich den Aktenkoffer über dem Kopf gehalten und habe irgendwie niemanden an mich rangelassen. Und dann nur meine Eltern, das waren die einzigen Bezugspersonen. Und alle anderen habe ich erstmal von mich weg. Es war sehr ruhig, wenn man in so eine Situation fällt, wenn es einem nicht gut geht, wird plötzlich auch alles sehr leise, wie in so einem Tonstudio. Alles wird geschluckt. Ja, wie durch Watte. Wie durch Watte, ja. Es ist sehr, alles wird ein bisschen langsamer, es wird sehr schwarz-weiß, es ist nicht mehr alles so schön, nicht mehr so bunt. Depression. Ja, absolut. Klassisch. Und das Unheimliche an der Depression ist natürlich auch, dass es einfach nicht definierbar ist. Man weiß nicht so genau, wie kommt man da rein, wie komme ich wieder raus. Es ist kein gebrochener Arm, wo ich zum Arzt gehe und auf dem Röntgenbild sehe, ah, okay, jetzt kriegst du einen Gips und dann ist das ein paar Wochen später wieder in Ordnung. Sondern die hauptsächliche Frage ist, wie komme ich da wieder raus? Wie hast du es geschafft? Wie hast du es gemacht? Der Sport hat mich da wirklich rausgeholt. Also der Rollstuhl Basketball war wirklich ein Instrument. Ich bin lange in die Physiotherapie dann gegangen, wegen meiner Behinderung. Und da sehen wir dich, ne? Absolut, ja. Das war schon zu meiner Höchstzeit sozusagen. Und da hatte wirklich jemand in der Physiotherapie gesagt, sag mal, Tan, du kannst eigentlich Basketball spielen von früher, kannst aber nicht mehr so gut laufen. Willst du nicht Rollstuhl-Basketball spielen? Meine Antwort damals war, glaube ich, danke fürs Angebot, aber 5 Behinderte, die sich gegenseitig einen Ball gegen den Kopf werfen, da habe ich keinen Bock drauf. Bis ich dann erfahren habe, was es wirklich ist. Man sieht es ja da auf dem Bild. Das ist richtiger Sport. Eine Mischung aus Autoscooter und Basketball. Also es ist eine unfassbar tolle Sportart, und die mich da wirklich komplett rausgeholt hat, die dann letztendlich auch mein Beruf wurde später. Das heißt, du hast das professionell gemacht, ja? Genau, also ich durfte bis in die erste Bundesliga und auch in der Nationalmannschaft spielen. Und das war natürlich für mich ein sehr, sehr tolles Ereignis. Und auch dieser Kontrast, dieses von zu Hause sitzen und eigentlich nichts als die Eltern zu sehen und dann plötzlich in einer Halle zu sein, wo 500 bis 800 Zuschauer sind, die Geld dafür ausgeben, um dir zuzuschauen, wie du einen Ball in den Korb wirfst, war natürlich so dieser Rettungsanker und dieses Instrument, was mich da aus dieser Depression wieder rausgeholt hat. Wie kam es dazu, dass du irgendwann auf die Bühne bist?
Ich habe durch den Rollstuhlbasketball Seminare gegeben, also Workshops für Rollstuhlbasketball. Habe das mit Kindern gemacht, die keine Behinderung hatten. Wir sind in Schulen gegangen. Das Ganze nannte sich neue Perspektive. Mhm. Und mit nicht behinderten Kindern, die dann im Rollstuhl Basketball gespielt haben. Und das war eine ganz, ganz tolle Sache. Und irgendwann haben Firmen gefragt, ja, könnten sie auch kommen ohne Rollstühle und ohne Halle und ohne Ball? Da habe ich gesagt, gut, dann wird es mit Rollstuhlbasketball ein bisschen schwierig. Aber ich habe dann nur gesprochen. Also es war reine Theorie. Und habe da gemerkt, dass Humor eine sehr schöne Sprache ist, um so ein sensibles Thema zu transportieren. Mhm. Und habe da die Lacher gekriegt und habe dann die Leute dort abholen können. Und das habe ich dann immer mehr in den Vordergrund gestellt, bis irgendwann mal ein Teilnehmer kam und gesagt hat, Herr Czarla, das war ja wie Comedy. Und dann hat es ein bisschen bei mir Klick gemacht, so ein bisschen wie Vicky an der Nase gerieben, habe Sterne gesehen und habe dann geguckt, gibt es eine Agentur, habe dann gleich meinen heutigen Chef noch, also meine heutige Agentur, mit der ich heute noch zusammenarbeite, am Telefon gehabt und so, ja, hier ist der Tan aus Hildesheim, ich bin Rollstuhlfahrer und will Stand-up machen. 10 Sekunden lang Ruhe am Telefon. Dann hat er angefangen zu lachen, ich auch. Und hat er gesagt, ja, dann haben wir schon den ersten Gag. Lass mal treffen. Und so kam das dann zustande. Hat auch Schauspiel gemacht zwischendurch, ne? Schauspiel gemacht zwischendurch, denken Leute wahrscheinlich, ist eine Rolle. Gleich steht er wieder auf, ne? Kann ich mir vorstellen, oder? Ja. Ja, ja, viele Leute in der Stadt, die mich treffen, fragen mich manchmal, sitzen Sie eigentlich im wirklichen Leben auch im Rollstuhl oder machen Sie das nur wegen... Und ich denke mir so, ich bereite mich gerade ganz intensiv auf die Rolle vor, deswegen zieh ich das jetzt komplett durch. Ja. Tan, tolles Buch. Wann sehen wir dich auf der Bühne? Hier im Großraum Hamburg irgendwann oder überhaupt deutschlandweit? Wann bist du auf Tour? Genau, ich bin jetzt wieder auf Tour. Mein zweites Programm steht jetzt bald an. Da freue ich mich sehr drüber. Rollt jetzt gerade so ein bisschen aus. Und bald gibt's das Neue. Geht nicht, gibt's nicht. Und ich freue mich sehr darauf, dass ich überhaupt zu einem zweiten Programm gekommen bin natürlich. Und auch in Hamburg natürlich wieder. Ja. Sehr gerne. Freuen wir uns drauf. Tan Czarla, der heute unser Gast ist. Vielen Dank, Tan. Große Freude.